Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Sissi will Wolle. Mein Name ist Sissi und ich freue mich sehr, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt, wenn ich heute über mein wunderbares, großartiges, tolles, zeitaufwendiges Hobby, das Stricken, spreche hier aus dem wunderschönen Wien. Wunderschönes Wien, ja, der Herbst kommt, es ist ein Kälteeinbruch da, es ist kalt, es ist neblig, es ist grauslich. Ich schaue mal darüber, weil das sind meine ganzen Fenster und da sehe ich gerade nur grau. Ich nehme heute ein bisschen später auf als sonst, deswegen kommt die Folge auch etwas später, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr es erwarten konntet und heute wieder live dabei seid, wenn ich über meine Strickprojekte spreche. Genau, meine Strickprojekte. Also, die letzten zwei Wochen habe ich sehr viel gestrickt, aber ich habe nichts fertig bekommen, weshalb ich ausnahmsweise auch mal mit was anderem anfangen möchte, nämlich nicht mit meinen fertigen Projekten, sondern mit den Dingen, die ich so bekommen habe, weil ich kann es überhaupt nicht mehr erwarten. Der letzte Strang von der Pearl & Knit von der Anike ist endlich gekommen. Eigentlich endlich, der ist schon ewig da, aber ich habe ihn noch immer nicht aufgemacht. So, deswegen mache ich heute zuerst die Wolle auf, die ich bestellt habe vom Sockenclub, und zwar vom Kolibri Sockenclub. Das waren insgesamt 3 Stränge. Oh, 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 so cool. Und das Tolle ist, dass die Anike immer ein Bild von dem Vogel dazu gegeben hat, der sie inspiriert hat. In diesem Fall ist das dieser hier. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Das heißt, man kann schon ein bisschen raten, die Wolle wird wahrscheinlich eher so in die Orange-Gelb-Töne gehen. Würde ich jetzt raten. Ich mache auf, ich mache auf, ich packe aus, ich packe aus. Aus dem wunderbaren pinken Seidenpapier, das ich übrigens nochmal super großartig finde. Konfetti! Ja! Oh Gott, ist das hübsch! So toll! Oh, so hübsch! Da ist sie, die Wolle. Und ja, richtig geraten. Also so ins Orange gehende. Wobei ich würde sagen, so, das ist dieses so peachig. Aber wunderbarerweise, warte, da ist so viel Zeug dabei, ich darf das nicht verlieren. So. Das ist eine 2-Ply High Twist Merino Polyamid. Das heißt eine Sockenwolle. Logisch, das ist ein Sockenclub, mit einem sehr peachigen, pfirsichfarbenen, orange-pfirsichfarbenen, lachsfarbenen Mini dabei. Und da sieht man auch wunderschön die braunen Töne und die Speckles. Oh mein Gott. Anike, ich freue mich schon so, wenn ich das verstricken darf. Das wird ein Traum. Ich weiß noch nicht, welches Projekt, aber das wird ein Traum. Boah, das wäre auf jeden Fall was für ein Tuch, gar nicht für Socken. Ich zeige euch gleich alle 3 Stränge in einem. Ich habe sie mir noch gar nicht nebeneinander gelegt, logisch, weil ich habe den dritten ja jetzt erst aufgemacht. Oh mein Gott. Und da haben wir die 3 Stränge nebeneinander. Alle 3 eben Sockensets mit jeweils einem passenden Mini dazu. Die ersten 2 sind beide so in die Grautöne gehend, wobei der allererste mehr eben ins Violette geht, wie man hier sieht. Der zweite mehr ins rosa-pinkfarbene, total großartig. Und der dritte ist überhaupt eben so, ja, ich würde Peach sagen, also so, so pfirsichfarben. Total schön. Und der nimmt das Braun vom zweiten Strang wieder auf. Toll. Ja, da könnte man. Also ein Tuch vielleicht sogar zu dritt. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich die 2 grauen mit dem verbinden würde. Aber ich habe, also nicht so, als hätte ich nicht genug Wolle. Das wird sich schon was finden. Also für die Violette hätte ich auf jeden Fall schon 2 Stränge, mit denen ich das gut kombinieren könnte. Und muss ich dann nur noch ein richtiges Projekt finden. Aber ich bin auf jeden Fall super glücklich. Also mit allen 3 Strängen. Die sind super, super schön. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, den Sockenclub zu ordern. Das Ganze ist gekommen in einer Projekttasche von Mr. Pearl & Knit. Also die war gleich bei dem ersten Strang dabei und ist eben groß genug, dass man auf jeden Fall ein Sockenprojekt hineingeben kann. Und was mir so besonders gut gefällt, natürlich Kolibris drinnen. Super toll. Also, das war das ganze Sockenset, also der ganze Sockenclub. Und ich bin super happy. Das war großartig. Das habe ich mir selbst geschenkt. Ich versuche ja weniger Wolle zu kaufen. Funktioniert nicht. Nicht wirklich.
Zu blöd aber auch. Und was da auch wieder dabei ist, ganz toll. Jetzt habe ich schon wieder was verschmissen. Nein. Ein Sticker, eine Karte. Meine Strickprojekte, eine Liste. Das ist toll. Und da steht drauf, I'm a proud knitter because normal people are so weird. Das kommt auf meine Kartenwand. Super toll. Mit Abkürzungen ist auch dabei. Und dann wieder eine Beschreibung, wie man es pflegen sollte. Und, oh super, die kommt natürlich auf die Tasche. Einen Pearl and Knit Button und ein Kolibri Button. Oh toll. Ich liebe Kolibris. Also, perfekt. Das war der Kolibri Sockenclub. Der ist jetzt über 3 Monate gegangen. Ich habe jeden Monat Freude gehabt. War super. Und ja, tolle Färbungen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich eben verstricken. Für die habe ich, glaube ich, ich verliere mich schon in Projekten denken. Ich sollte vielleicht doch immer am Schluss machen. Sonst bin ich im Wollhimmel und nicht mehr bei euch. Das ist gar nicht so gut. Also das war auf jeden Fall der Sockenclub, der noch gekommen ist. Jetzt kann ich mir endlich das Video von der Annika anschauen, Knitting Cats and Unicorns, weil die hat nämlich immer die Sockenwolle schon vor mir ausgepackt und dann habe ich nicht schauen können. Das geht gar nicht. So, das geht jetzt wieder. Was habe ich noch bekommen? Oder besser gesagt, zuerst wollte ich noch sagen, ich habe das Glück gehabt, jemanden zu treffen, ganz, ganz zufällig, und zwar in einem meiner Local Yarn Shops, wie es so schön heißt, in einem der Strickgeschäfte oder Wollgeschäfte, wo ich immer wieder vorbeischaue, wenn ich mir Wolle anschauen möchte oder wenn ich eine Wolle brauche, dann gibt es eben bestimmte Geschäfte, wo ich immer wieder hinschaue. Ein Geschäft davon ist eben das Laniato im 3. Bezirk. Und da war es ganz zufällig, bin ich mit einer Freundin reinspaziert, war da gerade irgendwie irrsinnig viel los, so ein kleines Strick-Together und Come-Together mit der wunderbaren Tanja Steinbach, die unter anderem dieses Tuch hier designt hat. Und das war ein Kennenlernen, gemeinsames Stricken, neue Techniken ausprobieren, und also wir sind da wirklich hineingestolpert und sind dann aber gleich einmal eine Stunde geblieben. Da haben uns dazugesetzt zu den ganzen Strickerinnen und Strickern, eigentlich waren nur Strickerinnen da, ne? Im Verkauf arbeitet ein Stricker beim Laniato. Und haben uns einfach ein bisschen ausgetauscht, geplaudert, wie man so schön sagt, genördet. Gefachsimpelt auf höchster Ebene. Es war richtig schlimm. Es war super toll. Also hat sehr viel Spaß gemacht, war ein total nettes Event. Wie gesagt, ich bin da eigentlich total zufällig vorbeigekommen und habe eben mit der lieben Tanja ein bisschen plaudern können, was sehr, sehr fein war. Also es war wirklich eine Freude, dich kennengelernt zu haben, falls du den Podcast sehen solltest. Freue ich mich auf jeden Fall, dass wir uns getroffen haben. Und vielleicht trifft man sich ja wieder. Also es war auf jeden Fall, war total nett. Und das passiert auch so zwischendurch in Wien. Kleine Come-Togethers und Stricknächte mit einem Stargast. Dann etwas, worauf ich schon sehnsüchtig gewartet habe, weil ich das schon bei ganz vielen anderen Podcastern gesehen habe und natürlich auf Instagram und auf Reverie und überhaupt und sowieso, das neue Buch von der Melanie Berg, Colorwork Shawls. Und ich habe deshalb schon sehnsüchtig darauf gewartet, weil ich dankenswerterweise, worüber ich mich sehr, sehr freue, ein Buch zur Rezension bekommen habe. Also das wurde mir gratis zur Verfügung gestellt, damit ich es hier im Podcast vorstellen kann und euch ein bisschen was darüber erzählen kann. Es ist jetzt tatsächlich so, ich habe von der Melanie Berg noch nie was gestrickt. Ich habe schon ganz, ganz viel von ihr gehört. Ich kenne ihre Designs, also von Reverie und optisch, und folge ihr auch auf Instagram. Also ganz sympathische Person auf jeden Fall einmal, ganz sympathische Designerin und auch wirklich ganz viele Designs, die ich toll finde, aber wenn man alles stricken möchte, was man sieht, dann kommt man zum Schlafen definitiv nicht mehr. Also, aber ich habe jetzt schon ein bisschen durch dieses Buch durchgeblättert und mir überlegt, was mir gut gefallen würde. Also zuerst einmal, was ich toll finde, das ist aber auch bei den anderen Büchern von der Melanie, das erste Buch hat, glaube ich, Shawls geheißen. Ich wollte euch da jetzt nichts Falsches sagen. Tap, 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 steht das drinnen. Steht jetzt nicht drinnen. Wurscht, ich glaube, das erste Buch hat Shawls geheißen. Und das ist jetzt eben Colorwork Shawls. Passt ganz gut jetzt momentan in mein Colorwork, meine Colorwork, ja, Arbeiten. Die sehen wir uns nachher. Und deswegen hat es mich auf jeden Fall mal schon interessiert. Ich wollte es mir unbedingt anschauen. Ich hätte es mir wahrscheinlich sogar gekauft, weil ihr wisst, wenn ich sage, es sollten mindestens so 2-3 Designs drinnen sein, die mich ansprechen, dann macht es für mich auch Sinn, dass ich es mir kaufe.
Und in dem Fall waren da einige Designs drin, also sogar 3, 4, wo ich sage, die würden mich interessieren. Nicht alle Designs, die drinnen sind neu, sind einige sind, glaube ich, sogar wieder sozusagen einfach wieder mit hineingenommen zum Thema Colorwork, also Mehrfärbgestricken. Wobei hier nicht nur in, wobei hier zum Beispiel auch ganz viel mit Hebemaschen gearbeitet wird, auch Brioche wird, glaube ich, verwendet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also unterschiedlichste Techniken, wie man mehrfärbig, also einfach mehrfärbig stricken kann, also auch einfach in Streifen. Es muss ja nicht alles sozusagen mit einer Vereil- oder mit einer, man sagt ja, Stranded Color Work Technik sein, so wie ich das momentan die ganze Zeit mache. Was mir gut an diesem Buch gefällt, was ich toll finde, ist, dass es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ist. Und es ist einfach so, manche Strickanleitungen lesen sich schneller und leichter auf Englisch. Deshalb sind sie nicht besser oder schlechter, sondern es liest sich, finde ich, phasenweise einfach leichter. Ich finde es aber toll, Melanie Berg ist aus Deutschland, sie macht natürlich dann auch deutsche Anleitungen, dass einfach beides drinnen ist. Und das ist so gehandhabt, ich zeige euch das jetzt mit dem Bild vorne mit der Maschenprobe, sie hat einen Absatz zu der Maschenprobe geschrieben. Da ist auf der einen Seite eben das auf Deutsch erklärt, also geschrieben, und auf der anderen Seite auf Englisch. Und so ist es dann auch bei den Anleitungen. Das finde ich eigentlich gut, weil einfach beides da ist. Wie übersichtlich das ist, man liest halt die Seite nicht fertig, sondern man liest nur die eine Hälfte der Seite. Da bin ich jetzt noch nicht drinnen, aber ich glaube, das ist einfach auch eine Gewohnheitssache. Es sind die Techniken erklärt und dann kommen auch schon die einzelnen Designs. Und jedes Design hat ein, zwei Bilder und dann die Erklärung eben sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das heißt, für alle geeignet, die sowohl Englisch als auch Deutsch gerne stricken und vielleicht auch so ein bisschen zum Üben von englischen Anleitungen. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest einmal Englisch stricken und traust dich aber nicht wirklich drüber, dann ist vielleicht so ein Buch, so wo du beide Sachen drinnen, also wo du beide Anleitungen hast, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gleich nebeneinander. Vielleicht wäre das eine ganz gute Hilfe zum Starten. Also ist ja eine Überlegung wert. Beide Bücher von der Melanie Berg sind auf jeden Fall so gehandhabt, also das erste von ihr auch, das weiß ich ganz sicher. Welche Designs hätten mich interessiert? Also ich zeige euch mal drei Designs, die ich mir schon so ein bisschen rausgesucht habe. All Paths Lead Home, alle Wege führen nach Hause. Das wäre dieses Tuch hier. Ich habe schon festgestellt, dass mir sehr viele Tücher da gefallen. Mir gefällt ja auch das von außen von der Covers, vom Cover sehr, sehr gut. Vor allem die Farbkombination finde ich urgroßartig. Aber ich stehe einfach mehr auf die Dreieckstücher. Also die wirklich eine Dreiecksform haben. Und da sieht man auch immer, wie die Form eben ist, mit so einer kleinen Skizze. Ups, fokussierst du? Weiß ich nicht. Das gefällt mir jetzt mal ganz gut. Das zweite, was mich sehr angesprochen hat, auch wieder von der Form her ein Dreieckstuch, wegen der Hebemaschen, das finde ich eigentlich wirklich toll. Gentle Hug, sanfte Umarmung. Da gefallen mir eben diese Hebemaschen unten sehr, sehr gut, die wie ein Netz drüber gespannt sind. Ich glaube, die meisten Tücher verwenden 3 Farben, aber natürlich mindestens 2. Logisch, weil sonst würde es nicht Colorwork heißen. Das fand ich jetzt auch sehr, sehr ansprechend, von der Form und auch von der Technik. Und als drittes, das ist eigentlich mein Favorit, Spark of Grey. Das ist in 2 Farben gestrickt und das weiß ich nicht, das ist eigentlich sehr, sehr schlicht, aber trotzdem sehr besonders, das gefällt mir sehr gut. Ein Funkengrau, Spark of Grey, und das hat mich eigentlich fast am meisten angesprochen. Ich glaube, wenn ich mit einem starte, dann starte ich mit dem. Ich habe jetzt noch so viel Wolle von anderen Tüchern und Schals über, ich möchte schauen, ob ich da vielleicht was auch sozusagen ein bisschen verwursten kann, im Sinne von, dass ich schaue, wie viele Meterangaben da gebraucht werden. Das kann man auch auf Ravelry sehr gut schauen, sonst die Anleitungen sind zumindest auf Ravelry auch aufgelistet. Und dann kann man sich das ein bisschen besser mit seinem eigenen Stash, vorausgesetzt man hat alles eingegeben, ausrechnen. Was mir auch sehr gut gefällt, dass auf den letzten drei, vier Seiten, steht als Überschrift Projekte von echten Strickerinnen und Strickern.
Also die Melanie keine echte Strickerin. Nein, aber was ich total nett finde, dass sie hier Projekte von ihren Teststrickern zeigt, Teststrickerinnen. Und das finde ich toll, einfach auch deswegen, weil man dann im Buch, abgesehen davon, dass ich es total nett finde, dass sie sie abbildet, das sind super schöne Bilder, man sieht im Buch einfach nochmal andere Farbkombinationen. Das finde ich toll. Also, dass man nicht nur eine Farbkombination hat, zum Beispiel eben Spark of Grey, das, was mir so gut gefällt, das ist jetzt, das wäre jetzt hier in so cremebraun oder Karamelltönen. Das schaut dann gleich ganz anders aus und das hat irgendjemand bei mir schon bei den Kommentaren geschrieben, dass mein Tuch, das Musicality, hätte sie jetzt nicht so angesprochen, sie hat es in einer anderen Farbkombination gesehen und das fand sie dann urgroßartig und deswegen sofort nachstricken. Also manchmal ist es wirklich, man kann sich das Design in anderen Farben vielleicht nicht so gut vorstellen und daher macht es dann auch Sinn, sich durch die Projekte ein bisschen durchzuklicken, weil einfach manchmal ist es wirklich nur andere Farben und plötzlich sagt man, oh mein Gott, das muss ich machen und das gefällt mir urgut. Und das finde ich jetzt auch, The Miller's Daughter finde ich zum Beispiel auch super schön. Das ist gleich daneben von der Teststrickerin da. Also das gefällt mir sehr, sehr gut an diesem Buch. Ich habe bis jetzt nur Gutes von den Anleitungen von der Melanie gehört, dass die sehr verständlich sein sollen. Sie heißt übrigens auf Reverie und auf Reverie und auf Instagram Marilyn, so geschrieben. Schups. Das Buch gibt es im Top Verlag und ich werde euch, wo ihr in der EU das Buch besorgen könnt, werde ich euch unten verlinken, also werde ich euch einen Link hinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, gibt es auch die Seite von der Melanie Berg oder die Verlinkung zu Reverie. Da könnt ihr euch auch nochmal durchklicken und die Designs anschauen. Ich bin jetzt mal, wie gesagt, sehr positiv eingestellt und möchte unbedingt was von ihr stricken. Wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr viel von ihr gehört und hatte das sowieso schon auf meiner, bei den Designern sozusagen, auf meiner To-Knit-List. Und jetzt bin ich gleich doppelt angespornt, dass ich da was mache. Und vielleicht finden wir uns ja zusammen und stricken gemeinsam ein Design. Also nicht ein Design, sondern einfach ein Melanie Berg Design. Könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet? So eine kleine Knit-Along sozusagen, dass wir gemeinsam einen Schal, ein Tuch anschlagen. Sagt mir, was ihr davon haltet, was ihr von der Idee haltet. Wie gesagt, danke, liebe Melanie, falls du in meinen Podcast reinschauen solltest, für das wunderbare Buch, für diese wunderschönen Anleitungen. Ich freue mich sehr und freue mich sehr, dass ich es in meiner Bibliothek habe und dass ich da jetzt dann auch bald was draus stricken kann. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie immer. So, apropos Stricken. Da kommen wir jetzt auch schon zu den fertigen Projekten. Habe ich keins. Leider. Warum habe ich kein fertiges Projekt? Das kann ich euch jetzt zeigen. Wir fangen mal mit Projekt Nummer Uno an, nämlich meinen Handschuhen, die ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Da hatte ich einen praktisch fertig, also fertig, da fehlt nur noch der Daumen. Aber den hatte ich letztes Mal schon fertig. Das ist das Design von Skein Dir Knit und dass ich jetzt nichts falsch sage, das ist Marit. In wunderbarer Ferner Wolle Lungauer Vielseitige, Farben Blau und Weiß, das sind nur Nummern. So, ich bin beim zweiten Handschuh. Hier. Also ich bin schon fast ganz fertig. Jetzt fragt ihr euch, warum habe ich das nicht fertig gestrickt? Könnt ihr euch erinnern, dass ich gesagt habe, es könnte knapp werden mit der Wolle? Sagen wir mal, ich habe wieder mal verloren und habe es eigentlich von vornherein gewusst, dass sich das nicht ausgehen kann. Das ist aber das Restliche an Wolle, was ich habe. Okay, ja, also ein paar Reihen, vielleicht drei Reihen kann ich noch stricken. Dann bin ich zumindest mal mit der Wolle durch und dann habe ich ein Problem, weil weiß habe ich noch mehr als genug, aber ich kann nicht einfach beim zweiten Handschuh den oberen Teil weiß stricken. Was ich mit dem Daumen mache, weiß ich noch nicht, aber der Handschuh muss jetzt mal fertig werden und das ist jetzt, ja, also vom Weiß habe ich noch mehr als genug, das reicht, ja. So, ja, zum Thema, man schaut auf Reverie nach, ob sich das mit der Wollmenge ausgeht. Es war schon für mich klar, dass sich es wahrscheinlich vielleicht, wenn gerade genau, knapp ausgeht. Oder auch nicht.
Also ich war schon grenzwertig unterwegs. So, wo habe ich diese Wolle jetzt verwendet? Vielleicht könnt ihr euch erinnern von den Anfangsfolgen. Hier habe ich diese Wolle verwendet. Ja, dieses Ding ist noch immer nicht ganz fertig. Es sind immer noch nicht die Fäden vernäht. Und es gehört auch noch der Ärmel abgeschnitten und neu gestrickt. So. Ich habe einen teuflischen Plan. Der Ärmel wird abgeschnitten. Ungefähr hier. Wieso abgeschnitten? Entschuldigung. Ich habe die Ärmel von unten rauf gestrickt. Das heißt, ich kann sie nicht einfach auftrennen, weil das ist praktisch der Anfang. Das geht nicht. Das heißt, ich muss sie abschneiden. Der Plan war, dass ich sie ungefähr hier abschneide. Und dann einfach noch einmal strickt, weil sie sind zu lang und sie sind hier vor allem zu schmal. Von der grünen Wolle habe ich noch ein bisschen Platz. Also ich habe jetzt geplant, dass ich die Handschuhe fertig bekomme. Dass ich die Ärmel abschneide. Die Wolle verstricke, also von beiden Seiten. Schau, was ich dann noch über habe und die Ärmel grün mache. Oder kurz lasse. Oder ich weiß es nicht. Es ist so deppert. Es ist einfach nur blöd. Aber ich will die Handschuhe fertig bekommen, weil die haben definitiv die kriegt wer. Das Ding ist eigentlich mein erstes Stickprojekt gewesen, also mit den Schafen drauf. Und die ist auch super süß geworden und sie ist mittlerweile der sie bekommen hätte sollen, zu klein. Das heißt, ich kann immer noch einfach die Ärmel, wie gesagt, abschneiden und dann grüne Ärmel dran machen. Das geht immer noch. Das werde ich vielleicht machen oder nochmal Schafe dran oder ein Schaf dran oder ich weiß es nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall mal, da habe ich noch die Wolle drinnen, ich durchsuche auch nochmal meinen Stash, ob ich noch nicht irgendwo noch ein halbes Knäuel blaue Wolle habe, aber ich glaube nicht, ich glaube das waren die Handschuhe. Ja, ich könnte auch einfach noch ein ganzes Knäuel nachkaufen, denke ich, nein, ich muss das ja sowieso zerstören, ich muss sowieso die Ärmel runter trennen und das reicht dann allemal, um damit noch die, ja. I lost yarn chicken. Sagen wir es mal so. Das ist einfach furchtbar. Egal. Wurscht. Soll so sein. Es gibt nichts Schlimmeres. So. Entschuldigung, ich schaue nur dazwischen auf die Uhr. Wie viel Zeit ich noch habe. Projekt Nummer 2, was ich gerade auf den Nadeln habe. Auch Handschuhe. Beziehungsweise fingerlose Mitts. In dem Fall. Und die habe ich jetzt eingefangen, wie ich nach Essen geflogen bin. Und hier habe ich im Flugzeug angefangen. Ich habe auch eine Maschenprobe vorher gemacht und bei der Maschenprobe festgestellt, ich höre ja nicht auf meine eigenen Maschenproben, reden wir nicht drüber. Bei der Maschenprobe festgestellt, wo ist die Maschenprobe? Kekse? Nein. Ich weiß, dass du da drin sein musst. Da. So. Fuzzi kleine Maschenprobe. Viel zu kleine Maschenprobe eigentlich, aber tatsächlich, jo. Die Maschenprobe hat mir gesagt, ich habe die Maschenprobe übrigens in der Runde gestrickt und sie dann in dem Fall sogar aufgeschnitten. Das heißt, die kann ich dann halt nicht nochmal verwenden. Wurscht, egal. Das sind 2 Gramm oder so. Also das ist jetzt nicht so arg viel. Ich glaube, insgesamt sind es vielleicht 5 Gramm. Das heißt, 2 Gramm ungefähr von jeder Farbe. 2-3 Gramm. So viel bleibt eh immer über. Und für die Handschuhe brauche ich nicht so viel. Also, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe die Maschenprobe gemacht. Ich habe die Maschenprobe ausgemessen und ich habe hier mit 2,5 mm Nadeln gestrickt. Und die Maschenprobe war zu groß für das, was sie hätte sein sollen. Haben wir gedacht, wurscht, ich mag es eh nicht zu eng haben, weil die Handschuhe werden nicht für mich, sondern für meine Mama. Egal, ich stricke sie mit 2,5, das sollte eigentlich passen, weil da wären sie ein bisschen größer. So, jetzt habe ich die Handschuhe begonnen zu stricken, das ist der untere Teil. Entschuldigung, was stricke ich über für Handschuhe? Die heißen Underwing Mitts von der Erika Häuser. Das sind diese Moppen-Mittens. Habe ich ein Bild? Ich habe ein Bild. Sind sehr, sehr hübsch. So, und ich habe jetzt so viel von diesem Handschuh. Also ich habe das Bündchen vom Bündchen angefangen. Das wird vorne. Ui, das schaut hübsch aus. Überall Monde momentan. Und bin jetzt ungefähr, oder genau,
24 Reihen von 60 Reihen drinnen. Das heißt ungefähr ein Drittel. So, und ich habe das Ding dann angezogen. Und es ist zu groß. Also es ist viel zu groß. Meiner Meinung nach 30.000 Mal zu groß. So, ich werde das Ding auftrennen, fix. Es schaut super schön aus, also das Maschbild gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn es noch ein bisschen dichter ist, tut es dem Strickbild der Wolle auf jeden Fall gut. Das ist ja das Nächste. Es ist ja schon gestrickt, aber es ist noch nicht gewaschen und geblockt. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen nachgeben, auch wenn Colorwork per se nicht so viel nachgibt, wegen hinten der Spannfäden, wie ein Pullover, der glatt rechts gestrickt ist zum Beispiel. Trotzdem, ich habe hier so viel noch an Spielraum. Ich glaube, 3-4 cm und das ist zu viel. Also selbst meine Mama, die größere Hände hat als ich, so viel größere Hände hat sie nicht. Jetzt ist die Frage. In der Anleitung werden die Handschuhe mit 2,25er Nadeln gestrickt. Ich glaube, dass selbst die 2,25er noch bei mir zu locker werden und ich mit 2 mm Nadeln stricken muss. Was unter Anführungszeichen insofern wurscht ist, weil ich ja die gleiche Maschenanzahl, die gleiche Reihenanzahl etc. habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Maschenprobe mache oder einfach mit 2 mm Nadeln stricke. Ich habe die Gefahr, dass ich es dann nochmal auftrenne und auf 2,25er wechsle. Aber das ist auf jeden Fall zu groß. Und es macht auch keinen Sinn, das weiterzumachen, weil das ist mir dann zu schade, weil die sind für jemanden bestimmt. Ich kann nicht die Maschenzahl einfach verringern, weil das Muster ja auf einer bestimmten Maschenanzahl ist und ich kann das, also dann müsste ich das komplette Muster irgendwie abändern, dingsen und nein, nein. Es steht ja auch drinnen, dass wenn du eine andere Größe willst, du einfach die Maschen, die Nadelstärke praktisch änderst. Was ich sehr, sehr spannend finde, dass ich echt so kleine Nadeln für die Handschuhe brauche. Also, ja, finde ich ein bisschen spannend. Jo, medium begeistert. Also ich bin deshalb medium begeistert. Es wird sicher wunderschön, weil die Wolle verstrickt sich traumhaft schön. Habe noch gar nicht gesagt, womit ich stricke. Dass ich das jetzt wieder nicht falsch sage. Mominokian Finwool in den Farben Rose Dust. Und Dark Navy. Ihr findet übrigens auch alles, was ich immer anders mache, womit welcher Wolle ich stricke, wenn ich irgendwas zum Beispiel stricke und dann wieder auftrenne oder zusätzlich mache, findet ihr immer auf Ravelry, www.ravelry.com, dort heiße ich Trochilita. Und dort könnt ihr bei meinen Projekten nachschauen, was ich eben gestrickt habe, beziehungsweise in der Gruppe Sissi will Wolle verlinke ich auch immer alle Projekte und auch die Anleitungen und die Designer. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht alles euch merkt, dann könnt ihr auch gerne auf Ravelry einfach nochmal nachschauen und zu jeder Episode gibt es einen eigenen Thread und dort schreibe ich immer alles ganz genau hinein, da findet ihr auch alles. So viel zu den Shownotes. Oder beziehungsweise unten findet ihr auch noch einmal die sogenannten Shownotes, die Verlinkungen großteils. Besser sind sie auf jeden Fall auf Ravelry verlinkt. So, die Wolle, Finwool, 100% Wolle, ist ein Traum zu stricken. Die ist nicht super kuschelig weich, würde ich jetzt sagen. Lustigerweise fühlt sie sich für mich ein bisschen fettig an. Also das Linolin heißt, das Schaffett sozusagen spürt man. Aber zum Colorwork stricken ist die, also jetzt im Vergleich zu den anderen Sachen, also zu den anderen Wollen, mit denen ich stricke, ist ein Wahnsinn. Also das wird wunderschön, das Strickbild. Sie verstrickt sich total schön, sie verstrickt sich irrsinnig ebenmäßig. Ich weiß nicht, wieso ich da offensichtlich auch eine bessere Fadenspannung hinbekomme. Entweder bin ich schon besser oder das Muster macht das irgendwie leichter oder es ist wirklich die Wolle. Keine Ahnung. Also, und das wird auch super, super warm. Also für dieses Projekt die perfekte Wolle. Definitiv. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich es in Kaschmir stricke. Einfach für meine Mama, weil das einfach feiner ist und sie doch sensible Haut hat, aber die werden ein Traum. Also die werden so, so schön und ich hoffe sehr, dass ich sie tragen kann. Wenn nicht, nehme ich sie mir, glaube ich, selber. Aber wie gesagt, nicht, also ich muss sie leider nochmal auf 20 Reihen trennen und jetzt muss ich sie nochmal auftrennen. Ja, als hätte ich nicht eine Maschenprobe gemacht, auf die ich hätte hören können. Ich messe mir es auch nochmal nach, inwiefern die Maschenprobe jetzt wirklich zu dem Gestrickten tatsächlich passt. Aber ja, ich habe, glaube ich, auch keine 2 mm Nadeln, das kommt halt dazu. Das muss ich jetzt nochmal schauen. Ich stricke hier mit dem sogenannten Magic Loop, das heißt, ich stricke mit Rundstricknadeln
und die Seite des Kabels schaut immer so heraus. Das heißt, ich stricke immer auf einer Nadel, ziehe die andere raus und dann stricke ich. Ich stricke hiermit das erste Mal jetzt eigentlich mit Seenit. Das sind sehr feine Bambusnadeln. Das Tolle an diesen Nadeln ist, dass sie ein Gelenk haben, wo sich die Nadel praktisch durchdreht. Das heißt, das Kabel kann sich nicht zu verzwibbeln. Das Kabel ist recht dünn und sehr flexibel. Ich mag prinzipiell lieber die fixeren, stabileren Kabel wie bei Jagu. Ich bin auch kein großer Bambus-Fan. Die sind aber wirklich sehr, sehr fein. Also die Nadeln sind wirklich angenehm. Mit denen strickt sich jetzt super gut, passen super zu der Wolle, passen super zu dem Projekt. Also da gibt es überhaupt nichts zum Aussetzen. Ich würde jetzt eigentlich auch gerne mit denen weiter stricken. Jetzt muss ich es auftrennen und brauche dünnere Nadeln. Aber das Projekt, die Nadeln, die Kombination ist super. Also Wolle, Nadeln, Anleitung super. Einfach nur zu große Nadeln. Und in dem Fall muss ich mir das noch, ja, wieder von vorne anfangen. Yay. Da kommt Freude auf. Macht nichts. Auch ein Erfahrungswert. Ich schreibe mir übrigens auch jetzt mittlerweile die Maschenproben zu der Wolle dazu. Das geht beim, wenn ihr euch auf Ravelry schon ein bisschen ausgenommen, ein bisschen zurechtfindet, da habt ihr einen eigenen, bei eurem Notebook habt ihr einen eigenen Punkt, der heißt Stash. Und da könnt ihr die Wolle eben hineinlocken sozusagen, wie viel Wolle ihr habt. Dann könnt ihr sie auch immer mit den Projekten verbinden. Das heißt, wenn ihr bei einem Projekt 20 Gramm verwendet habt, wird das automatisch in eurem Stash sozusagen abgezogen. Das heißt, ihr habt hier eigentlich auch immer, wenn ihr alles genau macht, die Übersicht, wie viel Wolle ihr noch habt. Und man kann zur Wolle einfach Notes schreiben. Und das mache ich jetzt immer. Da schreibe ich mir in die Notes, also immer, wenn ich dran denke. Und dann schreibe ich mir in die Notes hinein, mit welcher Nadelstärke ich welche Maschenprobe gemacht habe, weil meine Maschenproben verliere ich dazwischen irgendwie. Und ich schreibe es mir auch nicht zu den Maschenproben dazu, mit welcher, was manche machen, mit welcher Nadelstärke ich gestrickt habe. Und dort kann ich mir das dann gleich hineinschreiben. Zum Beispiel Colorwork, ungeblockt, 2,5 mm Nadeln hat das so ausgesehen. Gewaschen und geblockt war es dann so, die veränderte Maschenzahl. Warum ist das wichtig? Dass wenn du nämlich dein Strickstück strickst und du weißt, du musst jetzt 38 cm stricken, das wird dann vielleicht noch eben auf die Maschen- oder Reihenanzahl 1 cm wachsen und länger werden und du kannst dann entscheiden, will ich das überhaupt so lang haben oder nicht? Inwiefern wird mein Strickstück wachsen? Das ist gar nicht so uninteressant oder unwichtig. So, Colorwork. Ich stricke gerade wirklich mehr oder weniger ausnahmslos nur Colorwork. Bei meinem X-Shell bin ich ja dazwischen mal kurz auf Pause gegangen, weil ich nicht gewusst habe, ob er mir zu groß ist oder nicht zu groß ist, ob ich die kleinere Größe stricke oder nicht. Deswegen habe ich dann ein langweiliges Projekt für zwischendurch gesucht und habe beschlossen, ich stricke jetzt endlich das Weihnachtsgeschenk für meine Mama an. Die Handschuhe sind eigentlich das Geburtstagsgeschenk, auch für meine Mama. Die hat sie sich ausgesucht und den Schal, also mit dem Tuch, wird sie praktisch überrascht. Da stricke ich ein Design von, und das ist neu, ui. Davon gibt es auch nicht so viele Projekte. Vanessa Ewing heißt die Designerin. Das Tuch heißt, ich habe es leider jetzt nur auf Schwarz-Weiß. Vielleicht blende ich es euch auch noch in Farbe ein, wie das Design ausschauen soll. Maritime. Und da seht ihr jetzt leider nicht genau, wie das mit den Farben ausschaut. Deswegen schaue ich, dass ich es euch einblende. Und ich habe eigentlich sehr ähnliche Farben gewählt wie die Designerin, nur ein bisschen umgekehrt. Das heißt, ich arbeite mit wunderschöner Wolle von Mr. B. Yarns. Die habe ich mir in Yarningham gekauft, also Birmingham, im Sommer. Und die habe ich schon zu dritt gekauft, in dem Wissen, dass ich damit ein Tuch stricken möchte. Und auch in dem Wissen, dass ich ein Tuch für meine Mutter stricken möchte. Also die Wolle hatte zwar noch kein Projekt, aber da war schon klar, das wird ein Tuch für meine Mama. Und das ist von, für euch rechts nach links. So, rechts nach links. Farbe A ist, Stella Bella. Farbe B, das Karamellfarbe ist Tannery und Farbe C, Pebbles on a Beach. Das ist praktisch die stärkste Kontrastfarbe und mit der strickt man auch das Colorwork. Beziehungsweise am Schluss den Abschluss. Und ich bin jetzt schon so weit,
also nicht extrem weit, aber eigentlich schon ziemlich gut drinnen. Wieso langweiliges Projekt? Weil abgesehen von den Colorwork-Teilen ist dazwischen sehr, sehr viel in glatt rechts gestrickt. Es wird ein Dreieckstuch. So. Und ich stricke gerade sehr viel Colorwork. Colorwork in der Runde. Stranded Colorwork bedeutet, es wäre ja auch zum Beispiel eben zweifarbiges Patent ist ja eigentlich auch eine Art von Colorwork, das heißt, man arbeitet mit zwei Farben, die gemeinsam miteinander arbeiten, aber nicht auf einer Runde, beziehungsweise nicht gleichzeitig. Das heißt, du hältst nur immer einen Faden. Bei Brioche, also beziehungsweise mit zweifarbigem Patent hältst du nur eine Farbe und bei Hebemaschenmustern, bei Slipstitches ist genau das gleiche, da hältst du auch pro Reihe immer nur eine Farbe und in der nächsten Reihe strickst du dann mit der anderen Farbe. Das heißt, das ist zwar Colorwork, aber eben nicht stranded. Du hast keine Spannfäden hinten. Spannfäden. So wie hier. Da sieht man die Spannfäden. So, jetzt habe ich schon gesagt, ich stricke in der Runde. Warum macht man das normalerweise in der Runde? Wenn du in der Runde strickst, hast du immer die glatte Seite bei dir und hast hinten laufend die Spannfäden. Du musst aufpassen, dass du die Spannfäden gut sozusagen verteilst, dass sie erstens nicht zu lang werden, du nicht hängen bleibst und zweitens sie nicht zu eng gefasst sind, also dass sie nicht zu sehr spannen, sondern dass genug Raum ist, dass sich die Maschen, weil Strickzeug ist ja flexibel, das kannst du ja so dehnen und mit den Spannfäden hast du das natürlich limitiert, weil der Faden ist nicht verstrickt, sondern läuft praktisch hinten gerade weiter. Ich kann mir das nochmal herzeigen. So, das sind meine Spannfäden. Wenn ich jetzt glatt rechts stricke, die ganze Zeit in der Runde, habe ich die Spannfäden sowieso, weil die Fäden laufen ja hinterm Strickstück auf meiner Hand, laufen automatisch hinten mit und ich muss sie höchstens dazwischen einmal einweben. So, das, wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist nicht in der Runde gestrickt, sondern sogenannt flach. Also glatt rechts, rückrein, verkehrt gestrickt. So, wenn ich aber jetzt die Rückrein stricke, Vorderseite, Rückseite, habe ich die Spannfäden plötzlich natürlich nicht mehr hinten, wo ich die Fäden normalerweise laufen lasse, sondern vorne. So, klingt kompliziert, ist es eigentlich nicht. Lustigerweise habe ich mir nicht mal ein Video anschauen müssen, weil die Art, wie ich die Fäden nach vorne bringen muss, damit sie auf der Seite sind und nicht auf der richtigen Seite, ist lustigerweise, glaube ich, genau die gleiche Technik wie beim Double Face Stricken, wer das schon mal ausprobiert hat. Eigentlich ist es eh logisch, was man machen muss. Es gibt da ganz viele YouTube-Tutorials und Videos dazu. Wie gesagt, ich habe in dem Fall tatsächlich einfach mal gemacht und nicht braucht. Deswegen bin ich eigentlich selbst total überrascht, wie schön es geworden ist und wie gut es gegangen ist. Mir gefällt das Muster sehr, sehr gut. Was mir bei der Anleitung, was mich ein bisschen gestört hat, für mich war eigentlich vom Bild her eigentlich ziemlich klar, also ich war mir sehr sicher, dass ich da Colorwork stricken muss und zwar flach. Das stand aber nicht in der Beschreibung vorab. Also bei den Anleitungen, bevor ihr sie kauft, seht ihr unten immer eine kleine Beschreibung. Da steht dann oft drinnen, welche Techniken verwendet werden, wie viel Farben du brauchst, dass du das vielleicht auch nur in einer Farbe stricken kannst. Das schaut genauso gut aus. Das wäre natürlich hier sinnlos, ja, weil Colorwork. Da könnte ich aber auch nur in zwei Farben zum Beispiel stricken. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört, dass das in der Anleitung nicht drinnen stand. Ich würde mich jetzt als erfahrene Strickerin bezeichnen und ich habe mir das zugetraut. Also ich habe mir gedacht, ich nehme die Anleitung jetzt und ich auch auf die Gefahr hin, dass ich das noch nicht kann. Ich traue mir das zu, dass ich mir das anschauend hinbekommen werde. Für Anfänger zum Beispiel, die sagen, das gefällt mir gut und die jetzt nicht auch wissen, worauf sie schauen müssen, die könnten dann im ersten Moment relativ schnell frustriert sein, denke ich mir. Deswegen hat mich das sozusagen ein bisschen gestört, dass das einfach nicht vorab gestanden ist. Was auch nicht drinnen steht, und da war ich selber so ein bisschen okay, in einer Reihe, also wirklich in einer Reihe, nicht dauernd, habe ich drei Fäden gleichzeitig zu halten. Ja, das war dann so, okay, wie mache ich das? Keine Ahnung, Plaufe. Also, geht schon irgendwie. Aber nochmal, würde mich da wirklich jetzt mittlerweile, vor allem ich bin jetzt beim vierten Projekt mit Colorwork und das ist nicht mein erstes Colorwork-Projekt überhaupt,
ja, ich traue mir das zu und ja, ich kriege das hin und das ist nicht so schwer. Nicht so schwer. Ja, für eine Reihe. Ich weiß nicht, wie ich das, also für einen ganzen Pullover oder so mit 3 Fäden müsste ich mir anschauen. Habe ich mir jetzt einfach nicht angeschaut, weil ich mir dachte, okay, für eine Reihe schummel ich mich da irgendwie durch und kriege ich das schon irgendwie hin, dass das auch halbwegs gut ausschaut. Aber das ist dann natürlich ein ganz anderes Spiel, wenn das über ein ganzes, über eine ganze Anleitung geht. Zum Beispiel weiß ich, dass in der Anleitung von dem Pullover mit den Füchsen, den auch die Ellie gestrickt hat, da zum Beispiel mit 3 Farben, dass du da 3 Fäden halten musst. Deswegen stricke ich den definitiv momentan nicht, weil das ist mir einfach eine Technik, die ich mir jetzt gerade nicht anschauen möchte. Jo, ich finde, sowas sollte einfach vorab drinnen stehen, einfach nur als Side-Note, welche Techniken braucht man. Ansonsten ist dieser Schal oder dieses Tuch momentan gerade urlangweilig, weil nur glatt rechts zu stricken und deswegen ist es mein Zwischendurchprojekt. Mir gefallen die Farben sehr, sehr gut, die Wolle strickt sich wunderbar. Was auch sehr spannend ist, dass es mit 4 mm Nadeln gestrickt wird, also für Sockenwolle eigentlich relativ große Nadeln. Das ist aber für ein Tuch, es wird halt sehr luftig, es wird sehr leicht, ihr seht eh, man kann eigentlich durchschauen. Ja? Den Colorwork-Teil hingegen stricke ich mit kleineren Nadeln, weil ich persönlich die Fadenspannung lockerer habe, wenn ich mit Color, also wenn ich mehr Fairweg stricke. Die Designerin hat das in der Anleitung andersrum empfohlen, dass man den Colorwork-Teil mit größeren Nadeln und den, mache ich das jetzt so rum? Erzähle ich euch ein Blödsinn? Nein, das stimmt schon. Sie strickt den Colorwork-Teil mit größeren Nadeln und den glatten Teil mit kleineren Nadeln und ich mache es halt umgekehrt. Ob das jetzt richtig ist, was ich mache, also richtig. Nachdem ich für mich festgestellt habe, dass die Fadenspannung beim Colorwork-Teil lockerer ist, würden die Maschen größer, also sind die Maschen größer. Deswegen habe ich da kleinere Nadeln, also 3,75er Nadeln und beim Glattrechtsteil 4 mm Nadeln. Was aber der Fall ist, das sieht man auch hier ein bisschen, das zieht sich so ein bisschen hinein, logisch, weil man hinten die Spannfäden hat. Das kann man aber jetzt beim Spannen, gerade bei einem Tuch, selber ein bisschen beeinflussen, wie das dann gespannt wird. Also wir werden dann sehen, übrigens, ja, da sieht man jetzt schon 1000 Millionen Fäden, die ich nachher vernähen muss, Himmel, wurscht. Aber ja, ich bin jetzt momentan mit dem Versuch, wie ich das probiert habe, eigentlich sehr zufrieden. Mir gefallen die Farben sehr gut, mir gefällt eigentlich das Design auch sehr gut. Soweit gibt es nichts auszusetzen. Es wird jetzt dann noch einmal dieses Wellenmuster wiederholt, dann kommt noch ein anderes Muster und dann bin ich auch bald fertig. Also, ja, der braucht jetzt noch, weil das wären unendlich viele Maschen. Also in jeder Reihe, in jeder glatten Reihe nimmt man 4 Maschen zu, also das Ding wächst einfach. Das wird ein ziemlich großes Tuch. Also, ich hoffe, meiner Mutter gefällt es und es ist ja nicht so groß. Wie kann man die Größe beeinflussen? Indem man einfach mit kleineren Nadeln nochmal strickt. Also das wäre so etwas. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, da auch nochmal komplett von 4 mm auf 3,5 mm runter zu gehen, einfach auch vom Maschenbild her. Wollte das aber jetzt eigentlich so machen, wie es in der Anleitung steht, einfach auch um zu wissen, wird das jetzt bei mir dann viel größer, kleiner. Einfach, es gibt auch nicht so viele Projekte, es gibt nur 8 Projekte und deswegen bin ich jetzt einfach gespannt, wie das wird. Ja, das so viel zu meinem Tuch. Alles wieder in meinen Strickbeutel, der übrigens farblich perfekt zu meinem Projekt passt. Das ist der Strickbeutel von Hannah on the Road. Der ist riesig, flauschig und super weich. Und übrigens hat das Tuch genau die gleichen Farben wie die Aurora. Und zwar 1:1. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil die Aurora ist nicht da. Aber Aurora und Tuch, selbe Farben. Ein Wahnsinn. So, wir kommen zum letzten Projekt. Finally. Oh. This one. Zuerst muss ich sagen, Neuanfangen war die beste Idee ever. Ich bin super, super glücklich, wie er ausschaut, wie er sich verstrickt, alles lauernd. Im Nachhinein betrachtet, natürlich wegen Maschenprobe hat vorher nicht gestimmt, blablabla, hätte ich oben vielleicht auch nochmal die kleinere Größe gestricken können. Ist aber jetzt auch nicht tragisch, dass ich es nicht gemacht habe. So, das letzte Mal, als ich ihn euch gezeigt habe, war ich da bei dem wunderschönen Einhorn. Also da war ich ungefähr bei den Mondphasen. Ich bin, ja, mit meinem Pullover fast ganz fertig. Ich kann es ja selber kaum glauben. Ich bin gerade beim Abschluss, beim Bündchen. Apropos Yarn Chicken.
das geht sich aus. Ich habe eh noch einen ganzen Strang, also für die Ärmel habe ich noch Wolle. Aber das geht sich jetzt ziemlich sicher genau fürs Bündchen aus. Und ganz ehrlich, wenn ich 4 Reihen weniger Wolle, also weniger Bündchen mache als in der Anleitung, dann soll es so sein. Ich bin jetzt nicht ganz fertig geworden im Bündchen, sonst könnte ich ihn jetzt noch anziehen. Das geht sich jetzt einfach nicht aus. Aber hier seht ihr mal meinen soweit fertigen X-Shell. Ich hatte ihn bei der Strickrunde, die letztens bei mir war, an. Und alle haben gesagt, nein, ich kann ihn auf jeden Fall so lassen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe nach den Ärmeln, wo dann eine Zunahme gewesen wäre, ich glaube von 4 oder 8 Maschen abgenommen, und zwar ziemlich radikal, weil die nächst kleinere Größe hat 24 Maschen oder so weniger, und habe auf die kleinere Größe abgenommen hier. Und das passt. Es passt gut. Es passt auch, es ist auch gut, dass oben ein bisschen mehr Freiheit ist. Tatsächlich brauche ich oben einfach eigentlich nicht so viel, aber unten noch unter Anführungszeichen viel weniger. Ich hätte oben sicher auch nochmal die kleinere Größe machen können, aber es schaut jetzt nicht so schlimm aus und es passt auch ganz gut. Bei den Ärmeln habe ich auf jeden Fall mehr Platz, was mir gefällt. Also ich mag es ja nicht, wenn es bei den Ärmeln so eng ist, und das ist jetzt auf jeden Fall besser. Also das wird auf jeden Fall passen. Ich werde ganz sicher keine langen, also ich bin mir immer noch relativ sicher, dass ich keine langen Ärmel machen werde, sondern nur kurze. Nur kurze Ärmel bedeutet, dass sie ungefähr bis zum Ellbogen gehen werden. Aber ich bin jetzt schon urbegeistert, wie schön dieser Pullover geworden ist. Bitte, X-Shell von Catherine Clark im 2018er Herbst Pom Pom Magazine, also vor genau einem Jahr ist das Design rausgekommen. Und es schaut so toll aus. Boah, das schaut ja noch viel cooler in der Kamera aus als in live. Bist du wahnsinnig. Wunderschön. Ich bin schwer begeistert. Strickt sich einfach deshalb so flott, weil dauernd was passiert. Ja, ich hatte die Woche viel Zeit, ich war krank. Also deswegen. Kurz zum Angeben. Bist du wahnsinnig. Das schaut aus. Toll. Innenseite des Pullovers. Und ich finde es irrsinnig spannend. Ich habe jetzt schon 2 Stränge, also 200 Gramm blaue Wolle verstrickt. Ich sage sofort etwas zur Wolle. 200 Gramm blaue Wolle verstrickt und ungefähr knappe 50 Gramm oder so von der gelben Glitzerwolle. Ja, die glitzert. Und das war die beste Entscheidung ever. Ich bin unendlich glücklich. Also ich habe jetzt einen Pullover von ungefähr 250 Gramm. Das heißt, mit den Ärmeln werde ich wahrscheinlich ungefähr auf die 300 Gramm kommen. Also mit kurzen Ärmeln. Was ich cool finde für einen Pullover, also dass sich das eigentlich schön ausgeht. Der wird auch super warm sein, eben durch das Colorwork, durch die Spannfäden. Aber das schaut so toll aus. Bitte. Bin gerade schwer begeistert. Das sehe ich in der Kamera, sieht das ja ganz anders aus als in live. Muss man echt sagen. Bin schwer begeistert. Die Wolle. Oh mein Gott. Best by ever. In Leipzig erstanden, mit dem Wissen, Wollen, Gedanken, das wird mein X-Shell-Pullover. Das ist jetzt nur noch, ich habe den ganzen Strang irgendwo, den letzten. Das ist die wunderschöne Wolle von Mondschaf, mit Haaren von mir, Entschuldigung. Und zwar in den Farben Monk, das ist das dunkelblaue, und Kill Bill, das ist gelb. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, die gelbe Wolle ist auf der Base Andromeda, die glitzert. Und die dunkelblaue Wolle ist Pegasus. Das ist eine Sockenwolle. Also beide sind Sockenwollen, das bedeutet, beide haben einen Nylonanteil und sind, glaube ich, sogar Superwash. Ich habe das Katerl irgendwo. Ja, Superwash Merino und Polyamid. Die Pegasus hat sogar 420 Meter und verstrickt sich traumhaft. Also sie verstrickt sich super schön, und ich muss auch wirklich sagen, obwohl man ja sagt, dass 100% Wolle besser ist für Colorwork, und das unterschreibe ich, ganz ehrlich, das unterschreibe ich. Die verstrickt sich so schön, die verstrickt sich wirklich traumhaft toll, und ich bin einfach nur im 7. Himmel mit diesem Pullover. Also ich werde das Bündchen jetzt die Woche ziemlich sicher fertig bekommen, dann mit den Ärmeln anfangen, und wenn alles glatt läuft, und das hoffe ich sehr, weil da stecke ich jetzt die meiste Zeit hinein, wird dieser Pullover zum Wollfest am 2. und 3. November, sage ich jetzt kein Blödsinn, ja, 2. und 3. November, das in Wien sein wird, also nächstes Wochenende, fertig sein. Ja, zum Angeben, weil ganz ehrlich, wozu strickt man sowas? Das strickt man nur zum Angeben.
oder? Ich meine jetzt, ehrlich, das ist einfach nur arg. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so einen Pullover stricke. Aber ich finde ihn auch wirklich schön, also mir gefällt er total, total gut. Ich hoffe auch sehr, dass er mir oben dann nicht zu latschert sein wird, aber ich glaube, er wird passen. Ich glaube, es wird hinhauen. Es gibt ja immer noch Methoden, wie man sowas retten kann. Aufschneiden, abschneiden, neu stricken. Ich weiß, ich sehe euch, die ihr da so, oh mein Gott, du kannst das nicht abschneiden. Doch, man kann. Das ist nämlich definitiv weniger Arbeit, als das ganze Teil auftrennen und nochmal zu stricken, wenn man nur die Rundpasse oben nochmal stricken muss. Das geht. Ist auch viel Hacken, aber wesentlich weniger, vor allem wenn das ganze Teil eigentlich schon fertig ist. Für die Rundpasse braucht man ja echt nicht, ich weiß nicht, ewig. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell einen Pullover gestrickt. Wie gesagt, ich war zu Hause und durfte nicht reden und sonst nichts tun können. Pullover. Hier, ja. Ich habe übrigens die Ärmel stillgelegt, bereits auf Kabel. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ich dann nachher nur noch die Nadeln einschrauben muss mit den wechselbaren Nadeln, was natürlich super sinnvoll ist, weil ich dann nicht nochmal die Maschen extra frisch aufnehmen muss und so. Also dafür sind solche sogenannten interchangeable, also wechselbare Nadeln einfach traumhaft perfekt geeignet. Vorausgesetzt, man hat genug extra Reservekabel, die habe ich mir jetzt zum Beispiel noch besorgen müssen. Wenn man sagt, man strickt nicht gerne auf Rundstricknadeln, man strickt lieber auf einem Nadelspiel, dann ist das, kann man ja trotzdem zumindest einmal pro forma das Kabel hineingeben und dann nachher aufs Nadelspiel wechseln. Das ist ja völlig wurscht. Ich werde ziemlich sicher auch die Ärmeln auf Rundstricknadeln, aber mit Magic Loop stricken. Das andere wird sich nicht ausgehen mit den Nadeln. Nein, da muss ich auf Magic Loop wechseln, sonst bräuchte ich kürzere Nadelspitzen. Das gibt es bei Jagu, also ich arbeite hier mit Jagu. Ja, soweit bin ich ja jetzt noch nicht, also das kommt die Woche auf mich zu. Also ich muss ehrlich sagen, 2 Wochen, das alles ist arg viel. Ich bin schwer begeistert und ich bin von dem Design nach wie vor eigentlich begeistert. Das Design selber finde ich wirklich schön, also Design meine ich jetzt wirklich die Angabe für die Sterne, für die Pfeile, für die Mondphasen, das ist wunderbar. Definitiv kein Anfängerpullover, also so oder so nicht, auch beim Colorwork nicht. Wie gesagt, ich habe mich dann bei der Mitte mit den Mondphasen, man sieht es, wenn man genau schaut, auf jeden Fall. Die Hinterseite ist ja nicht so schön, die Vorderseite ist da ein bisschen hübscher. Was verliere ich? Also nur die Wolle. Da sieht man es gerade sehr gut, glaube ich. Hier im letzten geraden Teil. Da schauen die Maschen relativ groß aus. Und das sind sie auch, weil sie eben über 2 und ich glaube sogar ausnahmsweise in manchen Fällen über 3 Reihen gehen. Eben habe ich sie als Hebemaschen einfach hinauf mitgenommen und nicht gestrickt sozusagen. Also nicht in der Reihe neu gestrickt, sondern aus der vorigen Reihe mit hinaufgenommen. Das hat super großartig funktioniert. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, war ich dann, wie gesagt, auch total glücklich. Auf die Idee, unter Anführungszeichen, muss man auch mal kommen. In Projekten habe ich das lustigerweise bei niemandem sonst gesehen, der das so gemacht hätte, also der auf diese Idee gekommen wäre. Das ist für mich die unkomplizierteste Variante gewesen, die auch am hübschesten aussieht, ohne dass ich über die ganze Reihe dann nur für eben, weil da hast du die eine Masche vorne und die eine Masche hinten, weil das ist ja vorne und hinten gespiegelt, das Motiv. Für jeweils 2 Maschen nehme ich nicht die komplette gelbe Wolle über die ganze Reihe mit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das habe ich schon machen müssen bei den Ärmeln. Also ihr seht hier bei den Ärmeln ist alles, Entschuldigung, ein bisschen näher, ist alles gelb darunter, obwohl da nur blaue Reihen sind, nur blau gestrickt wurde. Das muss halt so sein, also muss nicht, ja, man kann es auch abschneiden, wegen der Mondphasenreihen. Da hat man 12 Reihen lang die Mondphase. Und ich habe einfach die Wolle dann über den Ärmel mitgenommen. Das blitzelt dann auch so ein bisschen durch, so ganz leicht. Aber es stört mich nicht. Also ich finde es schon, also man sieht es auch lustigerweise, ich habe versucht, das immer so einzuweben, dass es nicht immer am selben Punkt eingewoben wird. Sondern, ja, und da sind wir schon in den technischen Dingen. Für jene, die regelmäßig Colorwork stricken, wissen auch, dass man mindestens alle 5 Maschen sozusagen, also wenn ein Motiv über 5 Maschen geht, den Faden, den man nicht verwendet, einwebt, damit also praktisch sozusagen
verschränkt ein bisschen, damit er nicht zu lange, einen zu langen Spannfaden hat, damit er auch nicht hängen bleibt. Und vor allem zu lange Spannfäden kann man unter Anführungszeichen nicht kontrollieren. Die Designerin sagt sogar, dass man alle 2 bis 3 Fäden einstricken soll. Das habe ich nicht immer gemacht. Also ich habe das dann meistens so 3 bis 4 gemacht. Und jetzt sollte man auch nicht immer an derselben, am selben Punkt praktisch einstricken, also den Spannfaden, den dahinterlaufenden einstricken, weil sonst sieht man das im Sinne von, dann schaut das von vorne aus wie eine Linie, weil immer dort die Spannfäden sind. Jetzt gibt es noch eine eigene Technik, die ich mir nicht angeschaut habe, ich muss ganz ehrlich sagen, für die hatte ich irgendwie keinen Nerv. Das ist, also ich glaube, das heißt Jacquard, wo man hinten den Spannfaden mitlaufen lassen kann. Das ist ein bisschen besser als die Methode, die ich jetzt gemacht habe, oder ich glaube ein bisschen hübscher. Ich habe es mir ehrlich gesagt einfach nicht angeschaut. Ich hatte es schon so viel damit zu tun, dass ich mir irgendwie nicht noch eine Technik einfach anschauen wollte. Wäre vielleicht sozusagen noch ein bisschen hübscher, ein bisschen feiner geworden, ein bisschen gleichmäßiger, aber ich habe es im Großen und Ganzen eh ganz gut hinbekommen. Ja, also da gibt es verschiedene Tipps und Tricks und wie gesagt, für den braucht man einfach schon Tipps und Tricks. Also das ist nicht so, dass du dich einfach nur aufs mal zweifärbige Stricken konzentrieren kannst und einfach nur mal auf dein Projekt, sondern du musst schon ein bisschen mehr wissen und mitnehmen. Oder im Hinterkopf haben, was du tun könntest, damit das dann eben ein gleichmäßiges Strickbild wird. Damit die Spannfäden so sind, dass der Pullover auch noch ein bisschen nachgibt. Ja? Weil mit den Spannfäden gibt dann nicht so viel nach. Das ist einfach so. Es sollte aber auch, wenn du die Spannfäden sozusagen anziehst, nicht die Schlaufe, also die Masche komplett nach drinnen verschwinden, weil sonst hast du diese Punkte, diese kleinen gelben Punkte, die ja nur so zwischendurch rausschauen, wenn ihr da schaut, ja? Wenn man dann zu fest anzieht, sind die Punkte auf einmal weg. Logisch, weil der Faden hinein verschwindet. Also logisch, habe ich auch erst ausprobieren müssen. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich geübt mit der Herzeleinweste. Also als erstes Projekt sicher sowieso auf keinen Fall. Das ist jetzt von den großen Projekten eigentlich sozusagen mein drittes von mir aus, wenn man die 2 Westen, die ich gemacht habe, und ich habe jetzt ja schon 3 oder 4 Handschuhe in Colorwork gestrickt. Also ist okay. Und und selbst dann ist es noch so mit ganz viel Denkarbeit und Tüftelarbeit teilweise verbunden. Das soll euch nicht abhalten von diesen Projekten, von diesen Großprojekten. Im Gegenteil. Es soll euch ja Freude bringen und mit jedem Projekt, also wieder mit diesem Projekt habe ich was Neues gelernt und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, weil auch das Design ist so beglückend und ist so befriedigend und ist einfach so schön im fertigen Zustand, dass das einfach ganz, ganz toll ist, das zu stricken und auch die Herausforderung dahinter ist super großartig. Einfach nur, warum in Levels stricken, was gefährlich ist, wenn es einem so frustriert, dass man es dann nur noch in die Ecke schmeißt und dann auch keinen Spaß mehr hat, es in die Hand zu nehmen. Und das soll es nicht sein. Es soll euch ja eure Zeit, die ihr in eure Projekte investiert, soll euch ja Spaß machen. Soll ja was Positives sein, es soll ja was herauskommen. Deswegen, ich kann nicht Sachen stricken, an denen ich keine Freude habe. Also die stricke ich dann einfach nicht. Die lege ich dann auf die Seite und lasse sie auch in Ruhe. Weil nur mit Kranz und Krampf und nein. Also auch Geschenke, da sollen mir die Geschenke Spaß machen. Deswegen auch so die Handschuhe, das wären jetzt zum Beispiel, die wollte ich sowieso machen, da bin ich auch einfach froh, also das sind zum Beispiel jetzt nicht unbedingt meine Farben, ja? Aber da weiß ich einfach, dass die Beschenkte ganz viel Freude hat, mir macht das Design total viel Spaß und die stricken sich einfach flott und da habe ich dann auch Spaß dran, auch wenn das jetzt nicht für mich ist und auch wenn es nicht meine Farben sind. Und das ist, finde ich, so ein Kriterium, dass es sollte immer irgendwie wirklich etwas dabei sein, was ja, einen beglückt, wenn man schon so viel Zeit investiert. Weil ja, Zeit investieren wir sehr viel in unsere Projekte. Und mich fragen immer so viele Leute, ja, woher nimmst du die Zeit? Und ich hätte gerne so viel Zeit wie du. Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, ich sag's wie es ist. Und ich gehe auch arbeiten. Aber ich nehme mir einfach die Zeit. Ich nehme die Zeit für mich. Ich nehme die Zeit, indem ich mich hinsetze und einfach nebenbei strick. Und nebenbei im Sinne von, ich schaue mir keine Filme an, sondern ich höre Podcast oder wenn ich mir einen Film anschaue, dann tue ich nebenbei einfach stricken oder ich tue ein Hörbuch hören und sitze auf der Couch und stricke. Also ich habe immer eigentlich was in der Hand, selbst wenn ich spiele, habe ich was zum Stricken in der Hand. Also deswegen, oder wenn ich auf der Spielemesse in Essen bin, habe ich was zum Stricken mit für die Zeit, wo ich nur rumstehen würde. Also ich nehme mir halt einfach die Zeit heraus und das finde ich, kann man auch ganz ohne schlechtes Gewissen so sagen. Man braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn man viel Zeit für Stricken aufwendet. So, ich habe kein schlechtes Gewissen.
Dieses Projekt wird hoffentlich bis nächste Woche fertig und kommt dann in meinen keine losen Enden mehr, Karl, wo schon bitte über 100 Projekte von euch drinnen sind. Von euch, nicht von mir. Von mir sind ja auch schon ein paar drinnen, aber von euch sind so viele wunderbare, schöne, tolle Projekte drinnen. Ich werde nächstes Mal oder übernächstes Mal, vielleicht an beiden Podcasts, bevor der Knit-Along, Make-Along endet, Bilder einblenden von euren fertigen Projekten. Bitte, bitte unbedingt fleißig weiter mit mir mitmachen bis zu meinem Jahrestag am 24. November. Bis dahin geht noch dieser Make-Along und bis dahin könnt ihr auf jeden Fall auch noch neue Projekte anfangen und einreichen. Wichtig ist nur, dass sie ganz fertig sind. Nicht so wie bei mir mit noch 1000 losen Enden. Nein! Wir beseitigen alle losen Enden. Die kommen da weg. Die kommen weg und wenn sie weg sind, wird ein Bild gemacht mit dem schönen fertigen Projekt und den Häufchen an Fäden daneben. Und dann zeigen wir stolz, was wir alles geschafft haben. Und ihr seid einfach nur der Hammer. So viele Weihnachtssocken und Hauben und Pullover und die Babydecken und Kindercardigans, es ist alles erlaubt. Hauptsache, es wird ganz, ganz fertig. Und es gibt auch einen kleinen Preis von meiner Seite. Es wird einen Adventkalender geben, den ich verlose. Und auch hoffentlich, der dann auch hoffentlich rechtzeitig bei der Beschenkten oder bei demjenigen, der dann gelost wird, auch ankommen wird. Also noch fleißig mitmachen. Ihr kommt dann auch in den Pott mit jedem fertigen Projekt, das ein Anfangs- und ein Fertigbild hat. Seid ihr dabei. Die Regeln stehen alle oder wie das abläuft, steht alles ganz genau auf Ravelry, aber auch unten im Thread. Und wie gesagt, ich möchte auch noch mindestens 5, 6 Projekte ganz, ganz fertig bekommen, abgesehen von denen, wo ich nur noch Fäden vernähen muss. Nur noch Fäden vernähen. Das sind auch noch 3 oder so. Also 4, 5? Tö. Es muss fertig werden. Ich will nicht mehr, dass das herumliegt. Das soll zum Jahrestag alles erledigt sein. Und ich hoffe sehr, dass ihr da noch mitmacht. Es wird übrigens noch ganz schnell am Schluss angehängt einen Thread geben, wo ihr mir Fragen stellen könnt für meine Jahrestagsfolge. Möchte ich euch einladen, dass ihr mir einfach Fragen stellt. Wenn nicht genug Fragen zustande kommen, lasse ich es einfach. Aber vielleicht gibt es etwas, was euch brennend interessiert, was ihr mich gern fragen würdet, wo ich euch eine Antwort geben soll, kann, darf, möchte. Das werde ich auch einfach tun. Ich werde einen Thread eröffnen auf Ravelry, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Ich werde auf Instagram ein, zwei Mal was posten, wo ihr Fragen hineinschreiben könnt. Und die werde ich dann gesammelt in der Folge einfach oder als Zusatzfolge beantworten. Wenn euch das interessiert, wenn es da was gibt, was ihr gerne wissen möchtet, was ich euch nicht sowieso schon die ganze Zeit erzähle, dann bitte. Fragt euch, traut euch. Mehr als dass ich nicht antworte, kann ja sowieso nicht passieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder ein kleines nettes Kommentar zu der Folge, was euch gefallen hat, was vielleicht verbessert werden könnte. Ich lese mir eigentlich alles durch und freue mich immer auf ein bisschen Rückmeldung von euch. Dann ist es die einzige Möglichkeit, mit euch zu kommunizieren. Auf jeden Fall, sonst war es das für heute. War eine lange Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen einander wieder in 2 Wochen, wenn es heißt Sissi will Wolle. Tschüss, Bussi, Baba. Have you made your greatest gain? Some may say we are haunted, and all our needs are for no shame.